In diesem Video geht es um die Patentanmeldung. In diesem Video erkläre ich, was eine Patentanmeldung ist und wie ich diese ausarbeite. Mit einer Patentanmeldung beantragt man Schutz für eine neue Technologie. Die Patentanmeldung wird dann vom Patentamt in der Regel geprüft und nach üblicherweise so 2 bis 4 Jahren wird dann ein Patent auf diese Technologie erteilt oder das Patent wird zurückgewiesen. Im Laufe des Erteilungsverfahrens entsteht ein Dialog mit dem Prüfer, indem der Anmelder sich üblicherweise gegenüber dem Stand der Technik, den der Prüfer im Prüfungsverfahren findet oder bei der Recherche findet, abgrenzen muss und dann seinen breitesten Anspruch 1 in der Regel etwas einschränken muss. Bei der Formulierung einer Patentanmeldung muss man vor allem 2 Dinge im Hinterkopf behalten. Zum einen will man natürlich die Chancen auf Erteilung maximieren. Man darf aber auch nicht vergessen, dass man das Patent nachher auch noch durchsetzen möchte. Vor einer Patentanmeldung führe ich in der Regel eine Recherche durch, um zu sehen, was gibt es auf diesem technischen Gebiet schon. Je genauer man den sogenannten Stand der Technik kennt, umso genauer kann man natürlich eine Patentanmeldung ausarbeiten und sich von diesem Stand der Technik abgrenzen. Und je höher sind dann später auch die Chancen im Erteilungsverfahren in der Regel, dass man sich sinnvoll vom Stand der Technik, den der Prüfer dann noch findet, abgrenzen kann. Nach der Anmeldung kann man die Patentanmeldung nämlich nicht mehr erweitern, was dazu schreiben oder was anders schreiben. Man kann eigentlich nur noch Sachen rausstreichen oder ganz offensichtliche grammatikalische oder Rechtschreibfehler korrigieren. Wie mache ich das so bei der Patentanmeldung mit der Abgrenzung? Ich sehe mir die zum Beispiel 5 relevantesten Dokumente an, die ich gefunden habe, also die am ähnlichsten zu der Erfindung sind. Und dann versuche ich möglichst zum Beispiel 10 Unterschiede zu jedem dieser Dokumente zu identifizieren, also wie sich die eigene, also die Erfindung des Anmelders, des Erfinders von diesem Stand der Technik unterscheidet. Und wenn ich dann 10 Unterschiede rausgearbeitet habe, dann überlege ich mir zu jedem dieser Unterschiede einen konkreten Vorteil, der damit verknüpft ist. Und dann kann ich wenn ich das für alle Dokumente, die ich gefunden habe oder die wichtigsten Dokumente durchgeführt habe, dann kann ich in der Patentanmeldung natürlich einmal grundsätzlich erklären, wie diese Erfindung funktioniert und was die wichtigsten Merkmale sind. Und dann kann ich aber genau diese Merkmale, die ich als Unterschiede identifiziert habe, kann ich auch noch mit in diese Patentanmeldung aufnehmen und jeweils die Vorteile reinschreiben, sodass ich später im Erteilungsverfahren dann nicht nur gute Argumente zur Neuheit habe, sondern auch zur erfinderischen Tätigkeit. Bei der erfinderischen Tätigkeit muss ich nämlich zeigen, in der Regel, dass ich einen bestimmten technischen Effekt gegenüber dem Stand der Technik habe, also dass ich irgendeinen Vorteil habe, einen technischen Vorteil. Kommen wir zur Durchsetzbarkeit. Zum einen will ich natürlich nur Merkmale in den Patentanspruch aufnehmen, die ich auch leicht an einem Verletzungsprodukt erkennen kann. Also wenn ich eine Mischung aus Polymeren habe und irgendwelche spektroskopischen Merkmale aufnehme, dann wird es manchmal schwer, das später nachzuweisen, denn jeder, der von Polymeren Spektren gesehen hat, wird bestätigen können, dass das ein furchtbarer Wald von lauter Peaks ist, zum Beispiel bei einer Maßspektroskopie. Und dann wird es entsprechend schwierig, in einem Verletzungsprodukt nachzuweisen, dass es genau unter den Patentanspruch fällt. Also man will einmal nur Merkmale einbauen, die auch nachher leicht im Verletzungsprodukt nachzuweisen sind. Dann muss man sich das Wissen auf dem technischen Gebiet so wie eine Landkarte vorstellen. Also es gibt einmal bekannte Bereiche auf der Landkarte und dann gibt es aber einen unregelmäßigen weißen Fleck. Und die eigene Erfindung, der Prototyp, sage ich mal, ist genau ein Punkt in diesem weißen Fleck. Und die Kunst ist jetzt, einen Patentanspruch zu formulieren, der möglichst viel von der weißen Fläche ausschneidet, damit eben ein Verletzer, der nur irgendwie ein bisschen was anders macht, nicht gleich aus dem Schutzbereich des Patents rausläuft. Also dass jemand das Patent dann eben nicht leicht umgehen kann. Wie ist eine Patentanmeldung aufgebaut? Erstmal kommt die Beschreibung. In der Beschreibung wird erstmal gesagt, worum es überhaupt geht in diesem Patent. Dann wird kurz der Stand der Technik beschrieben und dann wird die Erfindung im Detail beschrieben, anhand von auch Figuren und vielleicht Ausführungsbeispielen. Dann kommen Patentansprüche, dann kommt noch eine Zusammenfassung und dann kommen noch gegebenenfalls Zeichnungen.
Das Wichtigste an der Patentanmeldung sind die Patentansprüche und ganz besonders der Patentanspruch 1. Dort wird nämlich der Schutzbereich des Patents definiert und vor allem orientiert sich der Prüfer oder Rechercheur beim Patentamt in der Regel auch an den Patentansprüchen, um herauszufinden, ob es diesen Gegenstand schon im Stand der Technik gab. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass man ein ganz konkretes Ausführungsbeispiel immer in die Patentanmeldung reinschreibt. Das machen nicht alle Kollegen so. Denn ein Patent kann später auch angegriffen werden, nicht nur, weil es nicht neu ist oder nicht erfinderisch ist, sondern weil es auch nicht ausführbar ist. Ja? Also wenn man gegen einen Verletzer vorgeht, wird er sich mit einer Nichtigkeitsklage wehren und dann wird er auch möglicherweise die Ausführbarkeit angreifen. Und wenn man da ein konkretes Beispiel drinstehen hat, dann wird es halt sehr schwer für den Angreifer gegen das Patent damit zu Fall zu bringen, weil da ja in dem konkreten Ausführungsbeispiel genau drinsteht, wie man jetzt genau den Gegenstand der Ansprüche macht oder durchführt. Weil in dem Ausführungsbeispiel ja genau erläutert ist, wie man den Gegenstand der Erfindung genau ausführt. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, drücken Sie auf Like. Wenn Sie Fragen oder Kommentare haben, gerne in die Kommentare unter diesem Video. Ich versuche dann, diese Fragen zu beantworten. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.